Leute, was geht oder geht nichts? Ich habe mir letztens 5 Filme rausgesucht, die keine Jumpscares enthalten. Und heute habe ich mir gedacht, dass ich den Spieß einfach mal umdrehe. Dabei habe ich wieder versucht, eine Art Top-Listung zu machen. Auch wenn ich das immer sehr schwer finde, weil viele Filme habe ich unter anderen Umständen gesehen. Zum Beispiel The Ring 2 habe ich im Kino geguckt und deswegen ist der für mich sehr gruselig. Jetzt habe ich schon einen Platz gespoilert, aber egal. Und andere Filme habe ich halt im Fernsehen gesehen. Im Dunkeln, im Hellen, und das hat alles so einen Einfluss. Deswegen nimmt diese Platzierung nicht allzu ernst. Sie ist nicht ganz wie ein Ranking, aber es sind einfach mal die 5 erschreckendsten Horrorfilme mit den meisten Jumpscares, die mir eingefallen sind. Und genau, wenn euch immer weitere Filme einfallen, die extrem viele Jumpscares enthalten, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich mache eventuell bald noch einen zweiten Teil dazu. Und ja, und schaut gerne meinen Kanal vorbei, da gibt es mehr solcher Videos, da kommt jetzt noch mehr Zeug. Ich habe auch vor, bald eine X-Factor-Folge zu drehen, das ist Selfmade, aber das kommt alles am Ende. Und ab. Bei Lights Out handelt es sich um die Verfilmung eines Kurzhorrorfilms von YouTube. Zwei Schwestern sehen seit jeher eine dunkle Gestalt, jedes Mal dann, wenn es dunkel wird in ihren Zimmern. Doch eines Tages kommt die Gestalt näher und versucht die Familie und ihre Bekannte umzubringen. Die Geschichte hinter diesem Film und wer wen umbringt etc., wer die Gestalt ist und so, ist sehr spannend als auch verwirrend. Ich muss gestehen, dass ich den Film nur beim ersten Mal sehr erschreckend empfand. Beim zweiten Mal blieb es mit den Schockern aus. Aber dennoch ist dieses eine Mal gucken wirklich ein Gucken wert. Und ja, deswegen habe ich ihn auch so weit unten, beziehungsweise oben auf der Liste, je nachdem von wo man jetzt guckt, ne? Bei Scream geht es um eine Gruppe Jugendliche, die sich scheinbar von einem maskierten Mörder heimgesucht werden, der sich gerne mal in den Schränken oder anderswo im Haus versteckt. Da versuchen Sydney Prescott, das ist die, und ihre Freunde das Unmögliche, Tipps zu geben, wie man den ultimativen Slash überleben kann. Okay, eigentlich versucht das nur Kennedy und die anderen versuchen herauszufinden, wer sie umbringt. Aber ja gut, ja, denn nicht nur die Schüler, sondern auch wir als Zuschauer fiebern gespannt mit. Dabei hat der Film ganz neue Thriller-Elemente in die Horrorwelt gebracht, da man die ganze Zeit am Grübeln und Fiebern ist, wer denn der Mörder sei. Nicht ohne Grund gilt als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Aber genau dieses Versteckspiel des Killers sorgt für eine Menge Spannung, die sich auch öfters mal in dem einen oder anderen Jumpscare entlädt. Alles in allem ist Scream also ein gelungener Slasher mit viel Spannung und gruseligen Schockern, bei dem man auch nach dem Erschrecken noch angespannt ist. Wer dieses Meisterwerk noch nicht gesehen hat, bei Insidious geht es um einen Jungen, der nach einem Unfall auf dem Dachboden langsam immer merkwürdiger wird. Es geht so weit, dass er eines Morgens nicht mehr aufwacht und von da an in einem Art Koma liegt. Die Ärzte können sich diesen Zustand nicht erklären, aber die Oma des Jungen weiß was. Sein Vater hatte nämlich als Kind die Begabung, während er schlief, in eine Art Geisterwelt zu reisen, in der man sich schnell mal verlaufen kann. Also begibt sich die Familie zusammen mit der ikonischen Insidious-Omi auf die Suche nach dem verschollenen Sohn, der mittlerweile von einem Dämon aus der Geisterwelt eingenommen wird. Der Film hat sehr viele Stellen, an denen man Jumpscares erwartet. Und ja, die treten dann auch ein. Wer hätte es gedacht? Vor allem das Ende in der Geisterwelt ist durchgehend nervenaufreibend und immer wieder für einen Schocker gut. Man hat keine Minute, in der man nicht irgendeinen Scheiß Erschrecker erwartet. Der Film war bis zu dem Zeitpunkt, als ich ihn vor einigen Jahren das erste Mal sah, der mit den meisten Erschreckern, den ich überhaupt je in einem Film gesehen habe. Ach ja, er hat auch einen der ikonischsten Jumpscares aller Zeiten, aber lasst euch überraschen. Und guckt nicht den Trailer, weil da wird er gespoilert. Von demselben Regisseur wie auch Insidious ist Conjuring 2 oder generell die Conjuring-Reihe. Und das merkt man auch, der Film ist voll von Jumpscares und nervenaufreibenden Momenten. Von Opas im Fernsehen bis hin zu langen Männern mit Hut ist alles im Film vertreten. Zudem hat der Film eine Conjuring-typisch gute erzählte Geschichte und mit einigen gruseligen Charakteren und coolen Storywendungen. Dazu kommt diese gruselige schwarze Nonne, die einen bei ihrer alleinigen Anwesenheit schon in Angst versetzt. Mal ehrlich, guckt euch diese Szene an. What the fuck? Während wir also Ed und Lorraine Warren dabei zusehen, wie sie den Fall um die mysteriöse Nonne lösen, die eine britische Familie mit einer alleinerziehenden Mutter mit vielen Schulden heimsucht, bauen die zahlreichen Jumpscares immer zunächst eine gewaltige Spannungskurve auf, die sich teilweise über Minuten zieht, bis sie sich auf eine kreative Art und Weise entladen.
Für jeden, der sich gerne erschrecken möchte, auf hohem Niveau, mit einer guten Story und guter Unterhaltung, für den ist dieser Film ein absoluter Muss. Übrigens sind noch alle Filme unten in der Videobeschreibung verlinkt bei Amazon. Ich meine, man kann die auch einfach selber nachgucken, aber ich habe es einfach mal gemacht. Und es sind auch keine Ref-Links, wie das heißt, denn davon habe ich keine Ahnung. Deswegen könnt ihr da ruhig kaufen. Den einen wird klar gewesen sein, dass dieser Film auf der Liste ist und die anderen, ja, die kannten ihn vorher einfach nur nicht. Weil bei The Descent begibt sich eine Gruppe an Frauen auf eine Höhlenexpedition, die etwas unerwartet endet. Ihr Ausweg wird versperrt und dass das nicht genug ist, tauchen auch noch menschenfressende Kreaturen auf. Doch die wären ja nur halb so schlimm, wenn sie nicht immer direkt in die Kamera schreien würden. Meine Güte, ist das schlimm. Der Film ist nichts für schwache Nerven und hat wirklich eine Vielzahl an Jumpscares. Die Geschichte ist dabei nicht wirklich im Vordergrund, auch wenn sie hier und da mal einen spannenden Moment hat, aber ja, besonders ist sie nicht. Was aber Jumpscares angeht, ist der Film wirklich over the top. Vielleicht sogar die Nummer 1 an Jumpscares auf dieser Liste, weswegen die auch so hoch platziert ist, was ja Sinn ergibt, ne? Also ja, ergibt Sinn. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like auf dem Video da. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare noch ein paar andere Horrorfilme, die viele Jumpscares enthalten oder vielleicht andere Bereiche. Ihr könnt mich auch gerne fragen, was ich noch für Horrorfilmearten auflisten soll, weil ich kenne eigentlich sehr, sehr viele Horrorfilme. Und genau. Ansonsten könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren oder generell mal auschecken, was es noch für Videos auf dem Kanal gibt. Es wird jetzt auch mehr Videos kommen, das ist ein relativ junges Video, das ist glaube ich mein 10. Video höchstens. Und ja, aber es kommt regelmäßiger Videos, ich habe jetzt bald auch Semesterferien, deswegen...